Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei unserem Sommervideo zur Sommerkollektion von Max und Mora. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Das Wetter ist auch schon herrlich sommerlich. Der Sommeranfang ist da. Jetzt wird es Zeit für neue sommerliche Kleidung. Und die zeige ich euch heute. Wie ihr wisst, sind wir schon jahrelang große Fans von Max und Mora. Wir kaufen jetzt seit circa 4 bis 5 Jahren Max und Mora. Das heißt, im Endeffekt schon bevor ich überhaupt mit dem Bloggen angefangen habe, begleitet uns Max und Mora hier jeden Tag, weil wir überzeugt sind von der Qualität. Wir finden das Preis-Leistungs-Verhältnis super. Wir lieben die farbenfrohen Muster. Wir lieben die verschiedenen Styles. Wir lieben es, dass Max und Mora so vielfältig ist. Und ja, natürlich lieben wir auch ganz besonders, dass Max und Mora eben halt an Mensch und Natur denkt, dass sie nachhaltig sind und fair produzieren. Das liegt uns immer ganz besonders am Herzen. Ja, und heute möchte ich euch aber zeigen, was dann eben jetzt nun im Sommer bei Leonie und bei Ella da alles so in den Schrank gewandert ist. Ich fange einfach mal an. Und wer übrigens möchte, kann am Ende auch noch am Gewinnspiel teilnehmen. Das findet ihr dann unten unter dem Beitrag. Leonies Lieblingsstück ist dieses Jahr dieses Ananaskleidchen. Das Ananasmuster hatte es ihr sofort angetan, da mussten wir gleich shoppen gehen. Farbenfroh, frisch, passend zum Sommer. Dann noch ein weiteres Muster, was ich super cool an ihr finde, also damit sieht sie dann schon richtig groß aus, ist einmal hier, einmal so eine Basic Shorts zusammen mit dem geringelt schwarz-weißen Oberteil. Und hier hat mich Max und Mora ja doch sehr überrascht, denn normalerweise schwarz-weiß war ich mir noch nicht so sicher, ob ich das so mag, aber ich liebe diese Kombi. Ich liebe das super doll und finde es so schön an Leonie. Und ja, sie ja auch, das Ananaskleid und die Kombi von eben, die zieht sie immer sofort wieder an, wenn die nur trocken sind. Dann haben wir hier noch was Fruchtiges, was ich sehr schön finde. Ich liebe ja dieses Erdbeermuster sowieso schon. Und jedes Jahr, egal mit welcher Farbkombi es kommt, ich verliebe mich immer wieder neu in dieses Muster. Es passt so gut zum Sommer. Und bei dem bin ich überrascht, weil ich liebe ja eigentlich gar nicht so sehr rosa, aber meine Mädels lieben es und daher ist das absolut in Ordnung. Und hier finde ich es richtig frisch, richtig fröhlich. Ich mag das sehr, sehr, sehr gerne. Also ganz toll gemacht, Max und Mora. Und wie jedes Jahr ist natürlich auch wieder ein kurzer Jumpsuit mit dabei, den Leonie sehr gerne trägt, weil er einfach schlupf rein und schon kann man mit dem Spaß des Lebens beginnen, toben, am Strand spazieren gehen, auf dem Trampolin hopsen, was man halt im Sommer alles so macht. Genau. Auch für Ella haben wir natürlich eingekauft. Tada! Ja, hier ein schickes Shirt mit einem großen Print von einer Krabbe. Das fand Ella sofort klasse und Christian auch. Christian liebt es immer, wenn die Prints so groß auf dem Shirt sind. Ich mag ja auch die All-Over-Prints, aber so ergänzen wir uns sehr gut. Und Ella konnte entscheiden und Ella hat sich für die große Krabbe entschieden. Und ich finde sie auch total niedlich, weil sie sich echt gut zu allem kombinieren lässt. Dann haben wir noch ein Set bestehend aus einer Leggings und einem Rock, also wieder schön basic mit etwas farbenfrohen kombiniert, mit den Schmetterlingen, die ja eh immer zum Sommer dazugehören. Ich liebe es, wenn sie herumflattern und wie ihr wisst, haben wir ja gerade überhaupt recht viel mit Schmetterlingen zu tun. Ja, und dann Ellas absolutes Lieblingsstück ist hier der Jumpsuit, diesmal in lang mit dem Booten. Dieses Muster finde ich ja total klasse. Ich liebe es ja, wenn es maritim ist. Und ja, das ist ihr Lieblingsstück, was immer sofort wieder angezogen wird, sobald sie es eben in ihrem Schrank entdeckt. Und sie kann es eigentlich bei jeder Temperatur tragen. Das ist echt toll, weil oben drüber kann sie notfalls noch ein Jäckchen drüber ziehen. Und wenn es etwas wärmer ist, dann stört es nicht, weil der Stoff ist recht dünn. Dementsprechend wird ihr da drin auch gar nicht zu warm, wenn es nicht gerade eben 30 Grad sind. Dann für mich gab es auch was echt Schönes. Wie ihr wisst, habe ich eine riesengroße Leidenschaft, die Max und Mora zum Glück verschönert mit echt schönen Stoffbeuteln. Die kann ich immer gut gebrauchen beim Einkaufen. Was ich an diesen Stoffbeuteln echt klasse finde, die sind so ein bisschen elastisch. Schaut mal, die lassen sich so ganz leicht dehnen. Dementsprechend passt super viel rein, zum Beispiel, wenn man ganz viel Max und Mora Kleidung kaufen geht. Dann weitere Teilchen, die nie im Schrank fehlen sollten. Im Sommer einmal Mützen. Und die Kleidung kann man natürlich auch mit richtig süßen Accessoires, zum Beispiel ganz tollen Haarbändern,
ja noch weiter auffrischen, noch mehr Kombis schaffen oder eben halt einfach, wenn man so basic anhat, hat man schon ein bisschen Sommer an sich, indem man ein Haarband trägt. Das machen jetzt Leonie und Ella sogar sehr gerne. Also Ella noch mehr als Leonie. Ella liebt Haarbänder. Und Leonie hat die gerade eben für sich entdeckt in diesem Jahr. Genau, und dann, was darf im Sommer natürlich nicht fehlen? Der Planschspaß. Baden gehen die beiden natürlich ganz viel im Sommer. Leonie jetzt im frischen Schmetterlingslook. Und Ella, unsere kleine Nixe, jetzt eine kleine Meerjungfrau. Ja, total süß sehen die beiden darin aus. Aber das konntet ihr ja oben schon sehen. Ich bin total begeistert von der Kollektion. Wenn ihr es sommerlich haben wollt, frischt doch eure Kleiderschränke auch ein bisschen auf oder macht bei unserem Gewinnspiel mit, welches ihr jetzt unten findet. Viel Glück euch allen und vielen Dank beim Zuschauen. Bis dann. Tschüss.